Weihnachten. Ein so schönes, herzerwärmendes Fest zum Entspannen und Genießen mit der Familie. Jeder hat mindestens eine schöne Erinnerung an Weihnachten. Und wenn man sagt, dass man keine hat, dann lügt man sich einfach selbst an. Ich gehöre auch zu denen, die schöne Erinnerungen an die Festtage haben. Kakao trinken, es sich am Kamin gemütlich machen, mit der Familie Weihnachtsschmuck aufhängen. Die üblichen Dinge, die ein Kind in der Weihnachtszeit genießt. Aber es gibt ein Weihnachten, das ich nie vergessen werde. Aber nicht auf eine gute Art. Wir schreiben das Jahr 2009. Ich war 5 Jahre alt und lebte in einem großen Bauernhaus in der ländlichen Gegend von Fairmont, Indiana. Normalerweise verbrachten wir Weihnachten bei meiner Großmutter, aber dieses Jahr beschlossen wir, es in unserem eigenen Haus zu feiern. Die Einrichtung war perfekt. Wir hatten Lichter an der Fassade des Hauses und der Scheune, festliche Tischdecken und natürlich den großen, glänzenden Tannenbaum im Wohnzimmer, der geschmückt war. Mit Lichtern, Ornamenten, Lametta und den üblichen Dingen. Der Dezember ging schnell vorüber. Es wurden fröhliche Anlässe und Aktivitäten mit der Familie unternommen und alles verlief normal. Bald darauf war Heiligabend erreicht. Das junge Ich hüpfte mit unermüdlicher, nicht enden wollender Energie in meinem Pyjama durch das Haus. Jedes Mal, wenn ich am Wohnzimmer vorbeiging, warf ich einen Blick auf den Baum und natürlich auf die Geschenke, die auf dem Boden unter dem Baum lagen. Nur für mich. Naja, und natürlich für meine Stiefgeschwister, aber das spielte keine Rolle. Diese kleine Routine dauerte einige Minuten, bis meine Mutter mir sagte, es sei Zeit, ins Bett zu gehen. Nach einigem Protest wurde ich schließlich unter die Decke gesteckt und in den Schlaf geschickt. Mein unbegrenzter Energievorrat schien nun völlig erschöpft zu sein. Es dauerte nicht lange, bis mir die Augen zufielen und ich in den Schlaf sank, in der Hoffnung, dass der Weihnachtsmann vorbeikommt. Ich wurde durch einen lauten Aufprall geweckt. Meine Augen flatterten sanft auf, immer noch schlaff und mein Körper erschöpft. Durch meine getrübte und erschöpfte Sicht konnte ich gerade noch die Gestalt von etwas vor der Haustür erkennen, in der Annahme, dass der Knall das Zuschlagen der Türe war. Es war groß und unglaublich dünn und sah fast kränklich aus. Ich konnte keinen Gesichtsausdruck ausmachen, aber ich konnte sehen, dass sein Gesicht teilweise von einem Schleier aus dünnem, zerzaustem, grauen Haar verdeckt war, dem im Bereich der Kopfhaut Büschel fehlten, wie als hätte er es sich selbst gewaltsam herausgerissen. Zusammen mit den Haaren zierten 2 lange gedrehte Hörner seinen Kopf, wie bei einer Art Ziegenbock. Der Anblick reichte aus, um mich in Angst zu hüllen. War das der Weihnachtsmann? Das ging mir durch den Kopf, als er sich umschaute, zusammengekauert wie ein Tier, das nach Beute sucht, auf die es sich stürzen kann. Schließlich schien es seinen Blick auf mich gerichtet zu haben. Sein Kopf drehte sich und aus seinem Nacken kamen knackende Geräusche. Mein Körper erstarrte sofort. Ein leichtes Keuchen versuchte meine Kehle zu verlassen, aber kein einziger Laut kam aus mir heraus. Meine schläfrigen Augen waren nun weit auf das verborgene Gesicht des Dinges gerichtet, das sich neigte. Ich konnte keinen Mund sehen, aber es fühlte sich an, als ob es mir ein bösartiges Grinsen schenkte. Schnell warfen meine Hände die Decke über mich, umklammerten sie und hielten sie wie ein Schild über mich. Etwas, das jedes Kind in dieser Situation tun würde, weil es glaubte, Decken sei ein wertvoller Schutz. Kaum hatte ich das getan, ertönte aus der Richtung der Kreatur ein rasselnder, rauer Atem. Ich hörte leichte Schläge gegen die knarrenden Holzdielen meines Zimmers. Schritte. Sie näherten sich langsam und monoton. Mein Zimmer war sehr groß. Es war eigentlich eines der beiden Wohnzimmer, das in ein Zimmer für mich umgewandelt wurde, während meine Eltern mein älteres, kleines Zimmer nahmen und ihr altes Zimmer einem meiner Stiefgeschwister überließen, damit wir Kinder alle ein eigenes Zimmer haben konnten. Trotzdem schien es, als käme es mit langsamen Schritten immer näher. Die Schritte kamen immer näher und waren fast mit dem Klang meines Herzschlags identisch. Mein Atem war zittrig und schnell, als sie sich näherten. Dann nichts. Die Schritte blieben stehen, direkt neben meinem Bett. Ich tat mein Bestes, um still liegen zu bleiben.
spürte, wie etwas die Decke zu meinen Füßen berührte. Ein Finger, glaube ich. Obwohl es alles möglich hätte sein können. Langsam. Ganz langsam. Wurde es aufwärts gezogen. An meinen Füßen vorbei. Durch die Decke meine Beine hinauf. Mein Körper zitterte. Mein Gesicht begann zu brennen, weil ich so lange den Atem anhielt. Es bewegte sich in einem schmerzhaft langsamen Tempo, wanderte die Decke hinauf, tastete sich durch sie hindurch, bis er in meinem Kopf stehen blieb. Er drückte ziemlich hart an meine Schläfe. Ich stieß einen Schrei aus, den ich nicht mehr unterdrücken konnte. Das Ding schien einen Moment zu zögern. Dann hörte ich etwas, das ich für ein raues Glucksen hielt, und es drückte weiter. Ich schwörte, dass es am Ende die Decke zerriss, denn ich spürte, wie sich der knöchelnde Fingernagel in mein Fleisch grub. Es war, als ob das Ding mich testen wollte, um zu sehen, wie viel Schmerz ich ertragen konnte. Ich schluchzte leise vor mich hin und versuchte, meine Mutter zu rufen. Sie möge kommen und mich beschützen, aber wie bei all meinen anderen vergeblichen Versuchen, Worte hervorzubringen, kam nichts außer Luft aus meinem Mund. Bald darauf begann das Ding wieder mit seinem Fingernagel über mein Gesicht zu fahren, aber diesmal drückte es immer kräftiger zu. Der Nagel hinterließ einen großen, etwa einen Zentimeter langen Schnitt an meiner Schläfe, bevor der Druck nachließ und der Finger ganz weggezogen wurde. Etwas, das sich wie ein schmerzhaftes Glucksen anhörte, hallte durch mein Zimmer, bis mein Blick auf einen Schatten vor mir fiel, der durch die dünne Decke zu sehen war. Das muss die Kreatur gewesen sein, die von Angesicht zu mir stand. Meine Augen waren immer noch vor Entsetzen weit aufgerissen, als es näher und näher kam, bis ich seinen heißen, sauren Atem durch den billigen Stoff pusten spürte. Und danach war das Gefühl weg. Ich hörte die Schritte wieder, aber diesmal entfernten sie sich von meinem Bett, zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Ein weiteres gurgelndes Geräusch erfüllte meine Ohren, als es sich entfernte und in meinen Gedanken verweilte. Bald darauf hörte ich, wie sich etwas die Treppe hinaufbewegte. Eine Tür öffnete und wieder schloss, bevor alles stillzustehen schien. Nach einer Minute quälender Stille und den Gebeten, dass es ganz weg war, zog ich zittrig meine Decke herunter. Nichts. An den Rest der Nacht erinnere ich mich nur noch daran, dass ich vorsichtig ins Bad ging, um meine blutige Nase zu säubern, die sich plötzlich bemerkbar gemacht hatte, nachdem ich mich aus meiner Decke befreit hatte. Damals habe ich das auf den Luftbefeuchter geschoben, was dazu führt, dass meine Nase nachts ziemlich häufig blutete. Am nächsten Morgen öffnete ich meine Geschenke langsam, ohne ein Wort zu sagen. Meine Mutter hatte die Schramme an meinem Kopf bemerkt und fragte mich besorgt, was passiert sei. Ich log und sagte, ich sei müde gewesen, gestolpert und gegen meinen Bettpfosten gefallen. Ich wollte sie nicht erschrecken, indem ich das Ding erwähnte, das in meinem Zimmer gewesen war. Nach dieser Nacht an Heiligabend habe ich keine Spur mehr von diesem Ding gesehen. Kein Beweis, dass es überhaupt existiert hatte. Doch bis heute frage ich mich, jedes Jahr zur Weihnachtszeit, wenn ich mich im Hinterkopf daran erinnere, was genau dieses Ding gewesen war. Eine kranke, verrückte Person in einem Kostüm, die durch meine Benommenheit noch furchterregender aussah? Eine Art von, wage ich es zu sagen, Dämon? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber eines weiß ich. Das war nicht der Weihnachtsmann.